Ja, hallo, herzlich willkommen bei Frankie Zimmerecke hier auf meinem Kanal. Und ja, wir sind heute im, man muss schon fast sagen, altehrwürdigen Microsoft Flight Simulator 2020. Und wir befinden uns hier gerade, kann man ja hier schön sehen, in der serbischen Hauptstadt Belgrad auf dem Nikola Tesla Aerodrom. Und stehen hier mit einem Phoenix A319 von der Air Serbia, die auf den wunderschönen Namen Novak Djokovic hört. Und ja, ich möchte heute einen Flug nach Frankfurt machen. Da ist auch dann schon die neue Aerosoft-Szenerie enthalten von Frankfurt. Und wir steigen am besten gleich mal ins Flugzeug ein. Und dann holen wir uns, weiß ich gar nicht, ob wir schon toggeln können, erstmal den Flugplan rein. Den haben wir schon mal geladen. Und dann holen wir uns bei Ground Services erstmal den Jetway und machen die Cargo Doors auch schon mal mit auf. Ja, der MS-FS 2020 ist ja mittlerweile in betagtem Alter, sprich 4 Jahre alt, und sein neuer, sprich Nachfolger, steht ja schon in den Startlöchern, der MS-FS 2024. Am 19. November ist es soweit, also in etwa 6 Wochen. Sollen uns die Spaß aber am Alten nicht nehmen. Wir geben erstmal Strom auf den Flieger. Schalten die externe Power ein. Spritpumpen machen wir schon mal an, sonst vergessen wir es sowieso. Navigationssysteme 1, 2 und das Backup in der Mitte. Schalten die Emergency Exit Lights auf Arm. No Smoking geht auf Auto. Seatbelts geht auf On. Nav und Logo Light geht auf An. Die Wingtips gehen schon mal an und Strobe geht auf Standby. Die schalten sich automatisch ein. Group Supply machen wir schon mal auf On. Ground Control, damit die Cockpit-Gespräche jetzt schon aufgezeichnet werden. Machen wir einen kleinen Cockpit Voice Recorder Test. Müsste ein Beep kommen. Jupp. So, dann sind wir hier oben an der Stelle erstmal fertig. Jetzt laden wir in die MCDU erstmal. Schauen wir, ob im Initialisieren erstmal unseren Flug. Klicken auf Init Data Request. Da ist er schon drin. Flugnummer YU350 von Belgrad nach Frankfurt. Gehen auf die Init Page. Init Request. By the way, entschuldigt meine Stimme, ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, ein bisschen erheblich noch angeschlagen. Hab eine ordentliche Grippe, die zwar etwas besser ist, aber ich kann auch nicht mehr liegen, deswegen setze ich mich heute mal hin und mache jetzt hier mal einfach mal diesen Flug ganz entspannt. Wir holen uns über Simbrief-Panel, holen wir uns jetzt mal. Die YU350 haben wir auch hier drin stehen. Nein. Der Kostindex ist heute nur bei 12. Sehen wir hier.
Und Flugfläche 360360. Gehen wir hier noch an. Gut. Die zweite Seite wird gleich weiter bearbeitet, aber zuerst, oder beziehungsweise wir können in der Zeit schon mal über Mass and Balance über GSX unser Flugzeug schon mal beladen lassen. Refueling truck is on its way. Der Fuel Truck, der kommt jetzt gleich. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and asked to do it. So, in der Zeit können wir uns hier schon mal über unseren Flugplan hermachen. Der da lautet. Und zurück. So. Wir gehen raus auf der 12, 1, auf der 1, 2 rechts in Belgrad. Jetzt gehen wir hier ein. Departure. Runway 12 rechts über die TISA 3H Departure. Fuel truck is in position. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and asked to do it. Mal gerade rausgucken. Ja, der ist schon da. Wunderbar. Und da kommt auch schon unser Catering-Truck. Wir gehen wieder rein. So. Flugzeug wird betankt. Was wollte ich jetzt? Achso, ja. In Frankfurt haben wir die Arrival auf der 25 rechts. Da gucken wir jetzt am besten mal ganz genau auf unseren. Navigraph. Den haben wir ja hier mit an Bord. Machen wir uns mal kurz groß, das Ding. So, jetzt machen wir erstmal den alten Flug raus. Jetzt haben wir hier wieder das Problem, dass das alles zu klein dargestellt wird. Müssen wir ein bisschen größer machen. So, jetzt importieren wir unseren neuen Flug von Simbrief. Entschuldigt. Und zwar von Belgrad nach Frankfurt. Den Hinflug haben wir schon gemacht. So. Da kommen wir an auf der 25 rechts, wie schon gesagt. Jetzt brauchen wir nur noch einen Arrival. Set Approach Runway 25 rechts. Tatam, das ist die ILS Y Runway 25 rechts. Das machen wir auf Final. Das übernehmen wir so. Okay. Y, Runway 25 rechts, Final, über die Depart 1B. So, so sagen wir die Runway 25, Y 25 rechts, die haben wir hier, über die Depart 1B.
Via DF426. Und inserten das Ganze. Jetzt machen wir den Flugplan mal auf die Seite, weil wir mal die Sicht wechseln müssen. Und schauen uns, bevor wir vergessen, gehen wir hier gerade mal die Höhe ein, nämlich 36.000 Fuß. Sehr schön. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal, den machen wir ein bisschen heller, sonst sehen wir hier gar nichts. Der geht auf Flugplan. Ja, jetzt kriegen wir hier unseren Flugplan angezeigt von Belgrad raus. Und switchen den jetzt mal durch, ob wir da irgendwo eine Discontinuity drin haben. Hier sieht es noch gut aus. Ja. Von DF16 müssen wir jetzt die Discontinuity hier rausklicken. Ja, das ist, ach. Also dieses Manual muss erstmal hier weg. Clear. Manual. Insert. So, und jetzt klären wir noch die Discon und dann können wir die beiden verbinden und siehe da, jetzt sind wir hier bestens bedient. So, Refueling is completed. Warum zeigt er jetzt an, GSX is outdated? GSX habe ich gestern erst geupdatet. Ha, das ist ja lustig. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ach, der wartet jetzt auf die Cargo Doors, die ich eigentlich vorhin schon geöffnet habe, aber gut. Craft Cargo. Open Forward Cargo. Sind noch offen. Sind beide offen. Also warum diese Fehlermeldung da erscheint bei GSX, weiß ich nicht. Forward Stairs und Forward Cargo. Forward Cargo ist offen. Und die sind auch offen. Nun macht doch die Klappe auch auf. Ja, geht doch. So, herrlich. Manchmal hakt der ganze Kram so ein bisschen. Den schicken wir jetzt wieder in den ARC-Modus und schicken den auf die 20, können wir lassen, hier machen wir gleich mal 40. Wir schalten den schon mal auf TAR-Ray, das macht man sehr erst kurz vor dem Start, ich mache es aber immer gleich, sonst vergesse ich es. So. In der Zwischenzeit machen wir auch schon mal die APU an. Na komm. Damit wir die Maschine von der External Power abklemmen können. Hier oben sieht soweit alles gut aus. Engine Fire Test haben wir uns gespart. APU Fire Test haben wir uns auch gespart. Hat die Crew vor uns schon erledigt. Okay. Hier setzen wir unseren barometrischen Luftdruck auf 1003 QNH. So. Der geht an. Die Boarding-Musik. So, jetzt müssen wir warten, bis die Passagiere alle geboardet sind. Wir nehmen auch nur 127 mit. Der Flugsimulator hinter unserem Rücken wieder mal gegen unseren Willen den Strömungsfilm hier eingeblendet.
Da muss ich mal eben kurz ran, solange die am Borden sind, ob wir diesen Unfug da wieder rauskriegen. Das ist also ein Bug, der passiert jedes Mal immer wieder. Dass dieser, ich weiß jetzt auch nicht, unter was das gerade wieder läuft. Und Misk. Nee. Accessibility war das. Ich habe wieder keine Ahnung, unter was das wieder läuft. Das ist also auch immer jedes Mal ein Tanz, bis man das Assistance Options, glaube ich, waren es genau. Aircraft Failure Navigation Aids Notification. Das ist hier soweit alles okay. Das ist auch alles aus. User Experience, was auch immer das sein soll. Aerodynamic Visualization, seht ihr, das ist das, was ich. Das schaltet er komischerweise immer wieder mal automatisch an. Keine Ahnung warum. Also, das ist wirklich nervig, muss ich schon sagen. Und komischerweise immer dann, wenn man was aufnehmen will. Muss mal gucken, ob es jetzt verschwunden ist. Nee, natürlich nicht. Ja, das ist echt nervig. Gut, das kann ich jetzt im Moment, glaube ich, nicht groß abstellen. Man schaltet es ab und es ist trotzdem an. Also das verstehe ich dann an der Stelle immer nicht. ATC Show Message, ATC Checklist, End Flight, when Aircraft shuts down, das ist das alles nicht. Also das ist Aerodynamik. Adjust whether you want to display an artificial representation of computational fluid dynamics flowing around the aircraft during the flight. Gut, das ist off. Aber es ist immer noch an. Also das ist das, was ich immer nicht verstehe. Gut, müssen wir jetzt so akzeptieren. Leider keine andere Möglichkeit. Unser Boarding schreitet inzwischen weiter voran. 51 Passagiere sind schon drin. Dann kann man sie auch schön hier reingehen sehen. Okay. Und derzeit machen wir mal unsere Performance-Berechnung. Ah, nur können wir noch gar nicht machen. Da müssen wir noch warten, bis alle geboardet sind. Sprit haben wir 6,9 Tonnen. Hoffe ich jedenfalls. Ja, knapp 7 Tonnen haben wir Fuel on board. So. Das ist wirklich nervig. Das ist wirklich nervig. Also, dass das nicht ausgeht, das ist wirklich, ja. Immer irgendwelche Pleiten, Pech und Pannen. Aber so ist er nun mal, unser Flusi. Da muss man immer auf irgendwelche Überraschungen gefeit sein. Ich habe das jetzt bestimmt, also schon diese Visualization habe ich bestimmt schon gefühlt 20 Mal ausgeschaltet. Und trotzdem zeigt er diesen Unsinn immer wieder an. Oh, die schmeißen da noch die letzten Koffer rein. Ja. Das ist wirklich ein Vorführeffekt. Die ganze Zeit, wenn ich offline fliege, ist dieser Unsinn nicht zu sehen. Ich meine, das hat ja irgendwann seine Daseinsberechtigung, aber dann, wenn ich will, dass das an ist, aber es stört einfach. Es ist einfach störend. Gut, wir haben übrigens die IAE-Triebwerke hier dran. Also nicht die CFM.
was absolut authentisch ist. Satcom-Antenne hinten drauf. So. Passagiere sind soweit alle drin. Und die Boarding-Geschichte müsste dann auch gleich fertig sein. Ja, 83% ist schon mal gut. Derzeit geht schon mal die externe Power aus. Und wir schalten die APU Bleed an. Ist doch recht warm in Belgrad. APU ist voll am Laufen. Ist wirklich ärgerlich mit dieser Visualization. Das ist wirklich ärgerlich. Das habe ich schon mal in einem Video gehabt, glaube ich, in London, Stansted am Boden stehend. Dann hat es geregnet und dann sieht man diesen Strömungsgeschichten ja noch viel deutlicher. Also, dass das nicht abzuschalten geht, das verstehe ich nicht. Kann mir ja mal einer in die Kommentare reinschreiben, woran das noch liegen kann, weil, also ich bin der Meinung, das ist hundertprozentig ein Bug, der immer wieder auftritt. So, ich glaube, die sind fertig. Boarding ist completed. Jetzt senden wir die Performance-Daten an unsere MacDo. Hat er hoffentlich übernommen. Auf der Init-Page. Ja, hier ist schön alles drin. Blockfuel 6,9 Tonnen. Und dann machen wir gleich die Performance-Berechnung hinterher, damit wir jetzt hier zügig wegkommen. Am W12 rechts, Bahn ist trocken, die Packs sind an. Übernehmen wir unser Loadsheet. So, dann darfst du gerne kalkulieren. Und dann senden auch die Daten wir an die MacDo. Zack. So, kommen wir auf die Performance-Page. Jawohl, hier ist alles drin. Und da wir faul sind, machen wir schon mal den Anflug für Frankfurt hier fertig. Und zwar müssen wir eingeben, da schauen wir nochmal auf unser Simbrief-Panel. Beim Wetter in Frankfurt haben wir aktuell ein QNH von 0988. Ui. Okay. Wir haben eine Außentemperatur von 10 Grad und Taupunkt bei 10 Grad Außentemperatur. Der Wind kommt aus 100 mit 6 Knoten. Und die Runway 25 rechts in Frankfurt liegt auf einer Overlay Chart. Liegt auf einer Höhe von 351 Fuß plus 500 sind wir bei 851 Füßen. 851 Baro. 100 above, minimum. Ja, sehr gut. So, draußen ist alles dicht. Wir schalten die Ape. APU ist an, aber das Beacon Light, um der Ground Crew zu signalisieren, dass wir ready for Pushback sind. So.
GSX, also irgendwie lauter, also das gestern geupdatet, also alles sehr merkwürdig heute. Naja, darum geht's jetzt nicht. Hello, Captain. We are ready for pushback. Ja, das hört sich gesund an. Performance Page. Oh, Flaps 2 ab 0.6. Da können wir hier schon mal die Flight Control Page aufrufen. Noch haben wir ja keinen Hydraulikdruck, solange die Triebwerke aus sind. Departure checks completed. Bypass pin inserted. So, der gute Meister schiebt uns jetzt raus. Auf den Apron. Beziehungsweise aufs Vorfeld. Das ist der alte Kontrollturm in Belgrad und hier sehen wir den neuen. Das ist immer noch eine Baustelle. Die zweite Parallelbahn wird noch gebaut. Soweit ich weiß, ist noch nicht fertig. Und auch hier in der Szenerie ist er noch eine Baustelle. Locking gear. Hier ist gut, hört sich sehr gut an. North right bitte. Release parking brakes, please. Parking brake released. Commencing push. All engines clear. Start at will. Starting engine number 2. Cabin crew, all doors in flight. Gibt es auch mittlerweile ein sehr schönes Museum hinter dem neuen Kontrollturm aus fliegerischen Zeiten des ehemaligen Jugoslawiens. Wer also mal hier landet, sollte sich das, wenn er Zeit mitbringt, anschauen. Sehr interessant. Starting engine number 1. Kindly make sure that your hand baggage is stowed safely and does not block the aisle or emergency exit. Flaps of 2. Please switch off your laptop and place it in your hand baggage. You are welcome to use lighter devices such as mobile phones or tablets in flight mode. Please fasten your seat belts now and pull it tight. Together with my team, I wish you a pleasant stay. Und die Trimmung ist 0.6. Parking brake set. Waiting your confirmation for a good engine start. Wenn Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen dieses Flugzeuges vertraut machen, bitten Sie daher um Ihre geteilte Aufmerksamkeit. Dear guests, we will now familiarize our safety instructions so. This aircraft and we ask for your undivided attention. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Ihren Sicherheitsgurt schließen und wieder öffnen können. Okay, wir haben einen guten Engine Start. Sollte der Druck in der Kabine fallen, we have a good engine start. You can disconnect. Okay. Ziehen Sie eine der Masken ganz zu sich herunter, um den Sauerstoff nicht zu stauben. Drücken Sie die Maske auf Mund und Nase und streifen das elastische Band über Ihren Mund. Sind wir soweit klar? Personen, die Hilfe benötigen. If there is a Taxi-Leute geht schon mal an. The mask will be automatically dropped from the panel above you. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. Wartet mal eigentlich, bis der Pushbacker weg ist, weil der arme Kerl kriegt den Scheinwerfer dann voll ins Gesicht. Okay, Triebwerk gelaufen. Zu der Sie im Falle einer Notlandung aufgefordert werden können. Regen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind entsprechend gekennzeichnet. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Thank you. Left is clear. Right is clear. Zurück. Das Aufmüstern worden nicht
Da gucken wir selbst. Ja, da ist alles gut und hier auch. This card also includes an illustration of the safety position, which you may have to adopt in the event of an emergency landing. Please take particular note of the location of the emergency exits. They are marked accordingly and illuminated next to the floor with ice to these exits. Remember that your nearest exit may be located behind you. In the event of an evacuation, please da, zeigt uns den Gearpin. Smoking is not permitted. Das heißt, das Fahrwerk vorne ist wieder frei. Senkrecht klappen Sie die Tische zurück und öffnen Sie die Sonnenblende. Sie sind verpflichtet, wir releasen die Parking Brake und er rollt unsere Maschine auch schon von alleine los, weil der Airbus hat ja immer die Eigenschaft, dass er im Leerlauf schon so viel Power hat, dass er von alleine losläuft und er braucht eigentlich dann nur ab und zu mal die Bremse betätigen. Aber das habt ihr ja schon alles oft genug gesehen, in diversen Livestreams auch. Wir gehen raus auf der 112, auf der 112, auf der 12 rechts. Schön, dass uns da keine in die Quere kommt. Also das ist mit der Strömung, die angezeigt wird, das nicht abzuschalten geht, das habe ich auch noch in der Form so renitent gehabt. So. Ja, vorne geradeaus ist die Parallelbahn, die ist halt, wie gesagt, noch im Bau. Und deswegen schwenkt man auch hier schon links ab. Richtung Runway 12 rechts. Jetzt auch ehrlich gesagt jetzt nicht die Lust gehabt, nochmal von vorne anzufangen, in der Hoffnung, dass diese visualisierte Strömungsdarstellung abgeschaltet ist. Also das ist. Also das fuchst mich total, muss ich schon sagen. So, sind wir mal recht zügig unterwegs Richtung 12. So, geradeaus geht's nicht, dann rollen wir direkt auf die Bahn. Wenn wir natürlich eben auf dem Upperhead, auf dem Upper E-Cam Panel stehen ja noch diverse Sachen, die wir überarbeiten müssen. So, erstmal machen wir hier im Falle eines Falles für einen Rejected Takeoff die Brakes auf Maximum. Cabin sollte eigentlich soweit sein. Die Spoilers sind nicht geahmt, deswegen müssen wir das nachholen. Dann machen wir den Config-Test. Alles ist okay. Und das geht hier leider auch nicht aus, warum weiß ich nicht. Klappt hier alles hervorragend heute. Soll mir jetzt egal sein. I'm sorry. Ja, dann wären wir soweit. Würde ich sagen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Die machen wir aus. Der geht auf Normal.
Und jetzt hat auch die Capico die Kabine fertig gemeldet. Und dann würde ich sagen, take off. Hoffentlich klappt wenigstens das. Ja, wenn man so ein bisschen hakelig, bis man den Flex gefunden hat. Alles reine Routine. Thrust set. Ready knots. Flex, Auto Thrust Blue, die Geschichten habt ihr ja auch schon tausendmal gehört. Okay. Schön Richtung Belgrad. We won. Rotate. Und schon geht's raus. Positiv climb, geh ab. Pilot 1. Sehr früh, weiß ich. Das Wetterradar haben wir ausgelassen, weil das eh nicht funktioniert. Das ist wirklich nervig. Climb Thrust. Flaps 1. Flaps ab. Ja, hier kann man schön, wenn man es denn sehen würde, Belgrad erkennen. Aber da könnt ihr auch mal anhand des Strömungsgeschichte mal sehen, wie die Luft sich, wenn man sie denn sehen könnte, darstellt. Hier links haben wir parallel die Sava und rechts die Donau. Sava fließt in die Donau. So, jetzt haben wir eine Constraint. Die Flughöhe von 6000 Fuß darf vorläufig erstmal hier nicht überschritten werden. Die Landing Lights haben wir leider auch vergessen beim Start. Also die komplette Beleuchtung. Ah, das ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Ich versuche das jetzt nochmal irgendwie das auszuschalten, weil das ist unmöglich.
User Experience. Wo soll man das sonst? Ist doch off. Warum? Also irgendwie, keine Ahnung, was das ist. Smart Cam Mode, Piloting. Klar das. Und Turbulence Medium. Was auch immer das für ein Unfug sein soll. Notification is off, alles. Navigation Aids ist alles off. Failure and Damage. Icing Effekt. Oder ist das der Icing Effekt? Kann ja nicht sein. Ah, nee. Das hat damit nichts zu tun. Bei den Aircraft Systems, Automixture, bum, bum, bum. Nee, das hat damit nichts zu tun. Das ist wirklich nur dieser Unsinn hier. Ja. Das steht auf off und ist trotzdem an. Also irgendwie. Jetzt machen wir es mal an, vielleicht ist es dann weg. Also das wird mich da an der Stelle auch nicht wundern. Nee. Nee. Aerodynamic Visualization CFD aus. Cinematics. Apply and save. Nee, krieg ich nicht weg. Ums Verrecken nicht. Weiß nicht warum. Also das scheint mir ein Bug zu sein, den sie nach 4 Jahren immer noch nicht ausgemerzt haben, obwohl dann jetzt der neue schon in den Startlöchern steht. Vielleicht geht es unterwegs irgendwann aus, aber glaube ich nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn ich das jetzt abgeschaltet habe, dass ich das nur auf Belgrad und Umgebung konzentriert hat. Das wird jetzt wahrscheinlich anbleiben, bis wir da. Also das ist wirklich. Hab ich in der Form noch nicht gehabt, muss ich schon sagen. Das ist wirklich ärgerlich. Ja, da haben wir es wieder. Das unaufgefordert angeht, dass das niemand mal einer gemeldet hat, das bin ich ja bestimmt kein Einzelfall. Jetzt glaube ich, kann man sich das auch schenken, weil der neue steht kurz vor Release. So, jetzt dürfen wir auch weiter steigen. Ja, Phoenix A319, was gibt's zu sagen? Wer den 320er seit Jahren besessen und geflogen hat, der ist natürlich mit dem Upgrade von 319 und 321, wie soll man es anders sagen, bestens bedient, bestens. Weil das ist ja im Prinzip auch das gleiche Flugzeug, halt nur kürzer bzw. beim A321 entsprechend länger. Also das, was Phoenix von der A320-Familie in unseren Flugsimulator gezaubert hat, ist in meinen Augen unübertroffen.
spielt in einer komplett anderen Liga als andere Add-ons. Nehmen wir jetzt mal die PMDG Boeing aus, weil die ist ja ausnahmslos auch richtig super gut gelungen. Auch die 777. Aber so solche Anbieter wie Phoenix, die werden, denke ich, noch auf unbestimmte Zeit unerreichbar sein. Es sei denn, es haut da einer, was Systemtiefe angeht, noch höhere Qualität raus, was nach Stand der Dinge im Moment eigentlich nicht möglich sein kann, weil das absolut State of the Art ist. Und ein gutes Add-on-Flugzeug gibt ja auch nur so viel her wie der Flugsimulator selber, weil die Entwickler ja auf das SDK vom jeweiligen Flugsimulator angewiesen sind. Und wenn da halt nicht mehr rauszuholen ist, dann geht's halt nicht. Und ja, was Asobo Microsoft meiner Meinung nach in den 4 Jahren immer noch nicht geschafft hat, ist endlich mal ein Wetterradar zu implementieren, das man auch als solches bezeichnen kann und das auch entsprechend funktioniert. Beim Konkurrent X-Plane 12 geht das problemlos, wirklich problemlos. Also, dass sie das nicht hingekriegt haben, nur mit externen Programmen, glaube ich, war beim Fly-by-Wire mal irgend sowas möglich, beim A320 Neo. Aber hat beim einen oder anderen auch den Sim gecrashed. Also das ist, ja, kann ich, verstehe ich nicht, warum man ein Wetterradar nicht hinbekommt. Also das ist mein Hauptkritikpunkt am alten Flugsimulator, am MSFS 2020 bis heute, dass man es nicht geschafft hat, endlich ein Wetterradar zu implementieren. Ja, ansonsten sind dann auch Drittanbietern wie Phoenix und so weiter die Hände gebunden. In dem Fall weiß ich gar nicht, ob die 737 von PMDG eins hat. Jetzt lehne ich mich wahrscheinlich weit aus dem Fenster, ich weiß es nicht. Aber generell geht kein Wetterradar. Ja, das ist also wirklich blöd. So, dann schauen wir uns mal. Um 24 Grad im Cockpit, 24 Grad in der vorderen mittleren Kabine und im Aft-Compartment auch. Aber sogar 25. Bisschen warm. Können wir aber hier oben regulieren. Dann sollte das gleich anders aussehen. Aha, 435 nautische Meilen haben wir Entfernung zum Top of Descent. Und siehe da. Ich glaube, diese Strömungsgeschichte, diese visualisierte, ist urplötzlich verschwunden. Nun war das anscheinend doch wieder nur in der Umgebung, in der man sich gerade am Start befunden hat. Und jetzt scheint es weg zu sein. Warum da unten diese Kacheln da aufploppen, das ist also irgendwie. Ich habe das Ding alles auf dem neuesten Stand, also trotzdem. Naja. Ja, Thema MSFS 2024.
haben wir ja jetzt schon einiges an Informationen bei YouTube, Twitch und so weiter und so fort gesehen. Also, ich mache die Flugsimulation ja auch nicht erst seit gestern, aber ich wage mal zu bezweifeln, dass zum Release am 19.11. die Ankündigung, dass alle Add-ons, die im 2020er gelaufen sind, dass die im neuen sofort kompatibel sind. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil wir wissen ja nicht, ob Drittentwickler wie eben Phoenix oder PMDG, ob die alle rechtzeitig eine Vorabversion von Microsoft und / Asobo bekommen, um halt eben zu checken, inwieweit da Patches programmiert werden müssen, um die Add-ons kompatibel zu machen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf Anhieb klappt. Denn das SDK ist dann doch wieder ein anderes als das vom Vorgänger, vom alten, vom 2020er. Und je nachdem, was das für ein Aufwand ist, die Add-ons anzupassen, kann natürlich da einige Zeit ins Land gehen, bis es dann irgendwann heißt, okay, Zeitpunkt X, irgendwann sollte es soweit sein, dass ihr eure, sage ich mal, hochklassigen Add-ons im neuen Flusi verwenden könnt. Also das wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Anhieb klappt. Des Weiteren bei dem bei diesem Vorstellungsmarathon am Grand Canyon, wo da Asobo und Microsoft den neuen vorgestellt haben, wo einige weltweit angereist sind, wurde ja der Jörg Neumann unter anderem auch gefragt, wegen der Kompatibilität in Sachen Marketplace. Also was ich damit meine ist, zum Beispiel, ich habe meinen in Microsoft Store gekauft, meinen MSFS 2020, und den gibt es ja auch bei Steam. Das ist ja beim neuen auch nicht anders. Jetzt war die Frage, wie es sich denn mit Marketplace, mit gekauften Marketplace-Add-ons verhält, wenn man die den Fusi bei zum Beispiel Microsoft Store gekauft hat, ob die dann, wenn man zu Steam wechseln möchte, dass die dann vom Marketplace mit übernommen werden. Die Frage hat er nicht beantwortet. Also da ist er nicht drauf eingegangen. Also steht da noch eine Entscheidung aus, oder es ist bereits eine gefallen, die noch nicht bekannt gegeben wurde. Was nicht sein kann, ist, dass Leute sich die Add-ons kaufen aus meiner Sicht und dann auf der anderen Plattform dann den neuen Flugsimulator kaufen, also auf der jeweils anderen Plattform. Wer vorher bei Steam war, kann ja auch zum Microsoft Store wechseln und kriegt dann seine gekauften In-Game Marketplace Add-ons nicht übernommen. Also das finde ich aus meinem Dafürhalten rechtlich zweifelhaft. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein wahnsinnig hoher Aufwand ist, das jeweils beim anderen dann anzupassen. Also da steht eine Entscheidung aus, oder sie ist gefallen und noch nicht veröffentlicht worden. Da kann man jetzt auch nicht weiter viel dazu sagen. Aber wie gesagt, ist schön, dass er jetzt kommt. Er sieht ja auch fantastisch aus, überhaupt keine Frage. Auch das mit dem Karrierenmodus finde ich persönlich, hebt das Ganze, die ganze Simulation nochmal auf ein völlig neues Level. Gar keine Frage. Aber ja, so ein paar Dinge, wie halt mit der Kompatibilität, ein verdammt schweres Wort, von Anfang an, das ist halt, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, unsere Visualisierung scheint tatsächlich verschwunden zu sein. Das ist doch mal was, endlich mal was Positives.
Können da mal unsere Karte aufmachen. Ja, im Moment sind wir genau bei Batschka Topola. Auf dem Weg zur ungarischen Grenze. Hier ist Sombor. Gibt es auch einen schönen Grenzübergang. Ja. Hier ist Kelebia, das ist der Grenzübergang nach Ungarn rüber. Man kann ja auch warte mal, kann man das größer machen? Das ist gleich wieder zu viel. Stopp. Ja, Kelebia. Hier ist der Kelebia, jetzt der Grenzübergang. Viele machen den Fehler und fahren in Subotica und Horgos, hier, die benutzen den Grenzübergang hier, hier rüber. Und hier, Röske, da, den Grenzübergang. Da steht man also ewig, Stunden, an der Zahl 4, 6, 8 und noch mehr. Und wir haben es uns jetzt angewöhnt, wenn wir Schwiegermutter besuchen in Serbien, dass wir dann mit dem Auto dann hier rausfahren. In Kelebia. Da. Macht aus meiner Sicht, nicht nur aus meiner Sicht, einfach mehr Sinn, weil die Wartezeit war gerade mal eine halbe Stunde. So, jetzt verfolgen wir mal hier unseren Flugweg weiter. Jetzt haben wir die ungarische... Ja, noch nicht ganz, aber gleich. So, jetzt sind wir auf der ungarischen Seite. Unterwegs Richtung Bayer. Achso, was ich eigentlich wollte es mal der Didel da da dumm die Frankfurter Karte aus. Ah, hier sehen wir es auch nochmal. Kannst du mal gerade die Grenze überquert haben. Nein, in Frankfurt die 25 Dresch. Y25 rechts war das, ne? Z25. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied gemacht hat. Y25 rechts, da ist es. So. Die fliegen wir an den 5. Also der Initial Approach Fix ist auf 5000 Fuß. Hier sehen wir es, Runway Elevation 351 ist die Landebahnschwelle. Nuss 500 sind wir bei 851. Haben wir ja angegeben. Für die Minimums. Sehr gut.
Fliegt sie dahin, die Novak Djokovic? So, Reiseflughöhe haben wir erreicht. Ja, dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle einen kleinen Cut. Weil das bleibt ja jetzt erstmal so eine Zeit lang. Und würde mich dann wieder melden, ja, kurz vorm Descent. Also, bis gleich. Ja, Leute, mal kurz gemeldet. Wir sind 80 Meilen vor unserem Top of Descent. Und haben natürlich gerade die aktive Pause drin. So. Wir befinden uns gerade. Wollen wir einen Blick auf die Karte werfen? Ja. Tief über Bayern zwischen Landau an der Isar und Passau. Wir werden also unseren Top of Descent gleich beginnen. Wetter ist einigermaßen. Geschlossene Wolkendecke haben wir jetzt so über Deutschland, über Süddeutschland, über Südostdeutschland. Und da werden wir dann gleich demnächst in die Suppe eintauchen. Beginnen dann unseren Anflug, beziehungsweise ja, unseren Anflug auf den Frankfurter Rhein-Main-Flughafen. Und bis dahin. Gucken wir uns mal die Systeme an, ob da alles passt. Air Condition sieht gut aus. Ja, wir haben es ein bisschen kühler gemacht, nur noch 23 Grad ist auch noch warm genug. Und ich würde sagen, bis gleich. So, jetzt haben wir die Reiseflughöhe schon verlassen. Wir befinden uns derzeit auf knapp 20.000 Fuß, waren ja vorher auf Flight Level 360 und beginnen jetzt unseren Anflug auf den Frankfurter Rhein-Main-Flughafen. Und dann sollten wir, wenn das Wetter so bleibt, keine größeren Probleme haben. Ja, man sieht auch, wenn man nach draußen schaut, der Luftraum wird schon ein bisschen dichter. Da ist ordentlich Verkehr unterwegs. Auf die Karte. Ja. Da haben wir unsere Anflugkarte mal maßstabsgerecht rübergelegt. Beginnen wir jetzt hier unseren. Fädeln wir uns dann ein auf den Downwind von der 25 rechts. Und kommen dann hier rüber. Die gestrichene Linie kann man ignorieren. Das haben wir im FMC schon oder in der MacU schon korrigiert.
Ja, wir sind jetzt quer ab von Taube Bischofsheim. Und das Ganze zieht sich jetzt halt noch ein bisschen hin. Ja, hier kann man es auf dem FO Navigation Display auch nochmal gut sehen. Also direkt auf den Flughafen zu und dann wieder davon weg, damit wir uns hier in die Platzrunde sozusagen einreihen für die Nordwestlandebahn, sprich für die 25 rechts. Ja, im Reiseflug habe ich mir dann nochmal so ein bisschen so meine Gedanken gemacht über den neuen Flusi, über den MS-FS 2024. Ja, schauen wir mal. Ich sag halt, wie schon vorhin erwähnt, dass der Start unter Umständen ein bisschen holprig werden kann, was die, wie gesagt, die Kompatibilität angeht zu alten Add-ons. Und jetzt mal die normalen Bugs, die beim Release wahrscheinlich eh noch in Masse auftreten dürften, die sind da noch nicht mit eingerechnet. Also das wird ein Momentchen dauern, bis das sich alles ein bisschen eingespielt hat. Ich werde ihn auch nicht gleich am ersten Tag kaufen, sondern ich werde wahrscheinlich warten noch bis Weihnachten oder kurz davor oder auch kurz danach, je nachdem. Und werde das Ganze mal im Netz verfolgen, wie sich das so entwickelt. Werde für alle Fälle auf jeden Fall meinen 2020er drauflassen, so wie er ist. Habe ja zwei SSDs verbaut im System. Auf der anderen ist der X-Plane 12 noch drauf, aber Platz habe ich noch. Nun schauen wir mal. Wie sich das Ganze entwickelt. Aber ist gar keine Frage, das Teil sieht schon fantastisch aus. Und achso, was ich vorhin noch erwähnen oder was ich vorhin nicht erwähnt habe. Ich besitze ja die Deluxe Premium Deluxe Version vom FS 2020. Und werde sehr wahrscheinlich nur die Standard-Edition kaufen vom 24er. Erstens brauche ich die ganzen Flugzeuge nicht, die da drauf sind. Auch auf den größeren Versionen nicht. Und die alten Maschinen, die ich vom MS-FS 2020 gekauft habe, die funktionieren dann auch problemlos. Also das ist geklärt. Auch auf dem neuen, auch wenn man von dem dann nur die Standard-Edition hat. Ah, und jetzt werden auch wieder unsere Visuals eingeblendet. Schade. Hätte ja so schön sein können. Ah ja, ich weiß nicht, der Simulator spielt mir da heute einen Streich, aber ich lasse das jetzt drin. Ehrlich gesagt, weil ich auch jetzt keine Lust habe, den Flug nochmal von vorne anzufangen und dann sind sie womöglich wieder drin. Ja, mal gucken. Nein, also, wie gesagt, mir persönlich würde die Standard-Edition reichen, da sind ja auch schon genug neue Flugzeuge dabei. Aber die Premium Edition vom MS-FS 2020 wird im Standard MS-24 nahtlos übernommen. Von daher ist das ja Blödsinn, wenn man sich ja die Platte voll kloppt mit Zeug, was man eigentlich im Prinzip gar nicht braucht. Das meiste an General Aviation, mal außer
den üblichen Verdächtigen wie Piper, Cessna und Konsorten fliege ich da sowieso nicht. Also diesem Rasenmäher da mit Hubschrauberblättern oben drüber, das sind alles Dinge, das fliegt da mir sowieso alles von der Platte runter, weil ich brauch's nicht und viele von euch wahrscheinlich auch nicht. Und Segelflug im MSFS, jo, kann man mal machen, muss man nicht. Dafür empfehle ich jedem immer den Condor-Flugsimulator, weil der am realistischsten ist, auch nach wie vor, heute noch. Da soll ja auch irgendwann mal der Dreier erscheinen, aber noch ist es nicht so weit. Nein, also ist jedem selbst überlassen, wie er mit dem Thema MSFS24 umgeht. Auch ich kann es nicht erwarten, aber ich gehöre dann eigentlich eher zu den Leuten, Entschuldigung, die dann erstmal warten, bis sich der allgemeine Pulverdampf verzogen hat und so sich die ersten Wogen so halbwegs geglättet haben, was so Bug-Ausmerzungen und Kompatibilitätsprobleme mit dem einen oder anderen angeht, ausgemerzt sind. Und dann gucken wir mal, schlage ich mal zu. Es gibt ja wohl auch nur eine sehr kurze Alpha-Phase für ausgewählte User, da ist das Auswahlverfahren, glaube ich, sehr streng, was ich da gesehen habe, und soll auch nur über 2 Tage gehen. Ich habe mich mal angemeldet, weil mein PC das locker alles mitmacht. Ich habe zwar nicht die 64 GB RAM, aber immerhin 32, völlig ausreichend. Ja. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich da ausgesucht werde, weil das wie gesagt nur relativ wenigen Usern vorbehalten bleibt, die wahrscheinlich auch schon länger bei Microsoft oder aus Europa bekannt sind. Wir schalten mal hier schon mal ein paar Lichter ein, weil wir unter die 10.000 Fuß kommen. Hier schön rum auf die 25 rechts. Ja. Wir haben 19 Knoten Wind auf die Scheibe, auf die Frontscheibe. Demnächst dann die Approach-Phase aktivieren, um das Flugzeug dann zu konfigurieren für den Landeanflug. Ah, jetzt schwenkt er hier unten ein. Jetzt sind wir so nordöstlich von Darmstadt und fliegen jetzt eigentlich faktisch wieder raus bis nach Gelnhausen. Und drehen dann ein auf den langen Endteil über DF425.
Ja, ich habe den langen Gegenanflug an der Stelle noch mal ein bisschen abgekürzt. Weil sich das ja auch hinzieht, da wollte ich hin. Das. Das wäre übrigens die Route für den Mist Approach hier hinten raus und über Mefto wieder zurück auf den Initial Approach Fix. Sollte irgendwas schief gehen bei der Landung, aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Sorry. Tut einem alles weh von der blöden Husterei schon seit Tagen. Aber trotzdem wollte ich heute mal eine Aufnahme mit dir machen. Wir könnten jetzt mal die Approach-Phase einleiten. Noch sind wir über der Transition Altitude, wo wir dann unseren lokalen Luftdruck wieder einstellen. So. Können wir schon Flaps runfahren. Hoffe ich nur, dass er auf der RadNav-Page auch das ILS drin hat. 109,75. Ah, das ist aber wieder hakelig. So. 109,75, jawohl. Passt. Und dann wird er gleich die Glide Slope einfangen. Flaps 2. Es gibt jetzt einen schönen langen Endanflug. Ich bin immer jemand, der die Approach-Phase, also immer bisschen früher einleitet als nachher zu spät, obwohl der Airbus das dann irgendwann, wenn man es vergisst, automatisch irgendwann von alleine macht. Aber darauf würde ich mich nicht immer verlassen. So, jetzt können wir unseren Standardluftdruck wechseln. QNH 1002. Piepst du jetzt? Hä? Nee, ich nicht. Was ist das jetzt wieder? Ruhe im Schiff. Ach so, weil er unter der designierten Flughöhe sind. Ja, okay, alles klar. Spoiler sind geahmt. Flaps full. Ja,
starten wir mal aufs Landesystem. Ja, hier ist die aktive Frequenz 109,75 über die Nordwestlandebahn. Ja, wir sind ungefähr 300 Fuß unten drunter, warum auch immer. Ja, jetzt zeigt er auch die Entfernung an zum ILS Glide Slope. Wenn wir gleich den Glide Slope einfangen, lassen wir das Flugzeug einfach am Landekurscenter runterrutschen. Genau hier bei DF430 müssen wir eigentlich genau 5000 Fuß haben, aber so knapp drunter. Warum auch immer das jetzt zu niedrig angesetzt hat, aber es sind Gott sei Dank nur 300 Fuß. Müssten wir eigentlich den Glide Slope gleich capturen können. Da sehen wir schon den Main. Und hier hinten den Taunus. Schon mal eins machen, nämlich die APU einschalten, damit wir einen roten Strom haben. Also so langsam müsste eigentlich der Glide Slope hier mal der Diamant zu sehen sein. Altitude steht auf 5000 und hier hat er uns bei 4700 dann auspendeln lassen, warum auch immer. Eigentlich müssten wir halt die 300 Fuß noch höher sein, aber gut. Und hier zeigt er auch an, dass wir unter dem Gleit, also unter dem imaginären Gleitpfad sitzen. Also hier ist der Landekurssender ist schon mal da, jetzt fehlt uns hier nur noch die Gleitslope. Müsste gleich auftauchen. Hoffe ich jedenfalls. Dauert für meinen Geschmack ein bisschen arg lang. Wie schwenkt der denn dauernd auf den FO-Sitz? Hier müsste es dann jetzt mal dann langsam. Ansonsten war mein Autopilot aus und fliegen von Hand. Also ich, der Glide Slope erscheint hier nicht. Oder? Doch, jetzt haben wir ihn. Da kommt er. Ui, jetzt habe ich angefangen zu schwitzen, das ist ja arschknapp. Jetzt läuft der Diamant hier runter. Und wir können den Localizer aktivieren. Beziehungsweise Approach und stellen den zweiten Autopilot ein. Ja, die Flaps sind komplett draußen. Wir können auch schon mal das Fahrwerk fahren.
Ja, und schon sind 20 Stunden Autofahrt auf 1,5 Stunden Flug zusammengeschrumpft. So. Localizer ist schon drauf. Und die Glide Slope ist auch live. Jetzt. Ja, da werden wir das Vögelchen mal runterbringen. Da sehen wir schon die Skyline von Frankfurt. Ja, und wieder haben wir diese dämlichen Strömungsdarstellungen. Sieht aus, als würde am Boden ein Feuerwerk abgebrannt. Na, die Europäische Zentralbank, Ort der Schande. Und der Main mit allen seinen Brücken, Eiserne Steg, Obermain, Untermainbrücke und so weiter. Bankenviertel sieht man jetzt gerade nicht so gut. Ah, Jesus Maria. Ich habe eigentlich gedacht, das ist vorbei. Nachher, wenn ich hier auf... Ah, es fängt an zu regnen. Ne, ich wollte sagen, wenn ich die Aufnahme beendet habe, muss ich mal gucken, ob das immer noch da ist oder ob sich das dann endlich mal aktiviert, deaktiviert hat. So, Landescheinwerfer an. 2500. Wie gesagt, tut mir fürchterlich leid, ich konnte es leider nicht ändern. Es ist also wirklich ein selten dämlicher Effekt, dann, wenn man ihn nicht braucht. Und ich habe ja, weiß ich nicht, gerade in Belgrad noch wie oft versucht, das zu deaktivieren, ging leider nicht. Ja, dann ist es jetzt auf der Aufnahme drauf, ich kann es halt leider nicht ändern, rausschneiden ist nicht. Ja, ich werde da nochmal an den Support schreien, dass es ein Effekt ist, den man sich eigentlich generell sparen kann. Aber gut, es gibt ja auch Segelflieger unter uns. Die sind natürlich dann wieder froh, wenn sie sowas angezeigt bekommen. Oder auch Hubschrauberpiloten. Also ich brauch's nicht. Nichtsdestotrotz, wir fliegen auf die neue Aerosoft-Szenerie zu, nämlich Frankfurt am Main. Wir haben hier schon unsere Nordwestlandebahn. Hat übrigens Frau Merkel seinerzeit oder ihrer Zeit, wie auch immer man es nennen will, eingeweiht mit ihrem Regierungsflieger, wo er mal geflogen ist. Jetzt werden endlich auch mal Brücken und die Autobahn ordentlich dargestellt. Und man hat diesen Taxiway, der über die A3 drüber führt, endlich auch mal ordentlich dargestellt. Ja, da unten haben wir das Sheraton Hotel und der Schweinstiege. CE-Bahnhof, Fernbahnhof. Die Flugzeuge hat FS LTL schon korrekt geladen. Terminal 3 ist auch schon fertig dargestellt. Hier im Hintergrund, da stehen auch sogar schon. Ja, und da fängt er natürlich ein bisschen an, mit den Frames runterzugehen. Aber gut. 100 above. Da
Dann machen wir uns mal fertig. Hoffentlich kriegen wir die Landung 500. Vernünftig hin. Minima. Continue. So. Wenigstens das mal hinbekommen. Ja, einigermaßen. Hätte schlimmer sein können, geht aber auch wesentlich besser. So, einmal um die Ecke rum. Da, das zieht dann doch ordentlich Frames. Es war schon ein neuer Patch raus für den Aerosoft EDDF, aber gut, das kann natürlich jetzt auch an anderen Sachen liegen. Flaps ab. Flugzeug einmal kurz aufräumen. Dann geht er einfach vom einmal aus der Caution off. Mein Gott, bleibt doch mal in der Mitte. So vorhin so schön gerade ausgefahren. Die Spoiler sind natürlich wieder nicht drin. Manchmal gehen sie rein, manchmal nicht. Sehr geehrte Gäste, seien Sie jetzt recht herzlich willkommen hier an unserem Zielflughafen. Soeben hier gelandet, möchten wir Sie bitten, weiter angeschnallt sitzen zu bleiben, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen wieder aus. Was du nicht sagst. Seien Sie dann beim Öffnen der oberen Ablage bitte vorsichtig, dass kein Handgepäck herausfallen kann. Und überprüfen Sie noch einmal Ihre Sitztaschen, dass Sie nichts Persönliches hier vergessen. Ah, jetzt sind Sie drin. Okay. Satz auf Lufthansa und Starlines möchten wir Sie verabschieden. Wir haben Sie heute Mittag sehr gerne an Bord betreut und hoffen, Sie bald wieder an Bord eins unserer Flugzeuge begrüßen zu dürfen. Vielen Dank noch einmal, dass Sie die Lufthansa-Fährreise gewählt haben. Für Sie nun einen schnellen, aber falls ja, in dem Fall eher Air Serbia, aber... Falls eine sichere Weiterreise. Für Sie nun alles Gute, tschüss, servus, auf Wiedersehen. Dear guests, welcome to our destination. Just ja, ich habe dann Cabin Announcements Pack runtergeladen von der Lufthansa und das benutze ich statt dem, was von Phoenix kommt. And please double check your seat pockets that you do not forget anything. So, jetzt kriegt ihr mal einen ersten Eindruck von der Szenerie von Aerosoft in Frankfurt. Was a pleasure for us having on board today and hope to see you soon on our flights. Thank you once more for choosing Lufthansa for your flight. Have a quick and safe way home. Und warum der jetzt dauernd rechts ausbricht, also das hatte ich vorhin auch nicht. For you all the best. Take care. Tschüss. Bye bye.
Ja, das war unser Flug von Belgrad Nikola Tesla Aerodrom nach Frankfurt am Main. Ja, ich weiß nicht, ob ich vom MSFS nochmal irgendwas mache. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Denn wie gesagt, der 24er kommt ja bald raus. Aber Gott, das sind dann noch 6 Wochen. Ja, da kann man durchaus noch das eine oder andere Mal vielleicht machen. Er zieht unheimlich nach rechts am Boden. Ja, ich muss dauernd zur Seitenruder links gehen. Na, da rechts sieht man schön die Autobahnschilder auf der A3. Weil über die rollen wir jetzt drüber. Wenn wir denn den Berg hochkommen. Mal ein bisschen Schub geben. Die Schwelle hier ist noch ein bisschen hoch. Aber insgesamt geht's. Ja, also ist jetzt wirklich sehr, sehr schön gemacht. Man sieht es ja links. Unten drunter geht die Autobahn durch, kurz vor dem Frankfurter Kreuz. An der Stelle Grüße an die Jungs von Virtual EDDF, die eine sehr, 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 sehr schöne Freeware-Szenerie gemacht haben, die durchaus sich sehen lassen kann und auch noch weiterentwickelt wird. Die hatte ich jetzt auch jahrelang drauf. Das sind Leute hier aus der Heimatregion, die das unermüdlich Zeit und Arbeit da reinstecken, um das weiterzuentwickeln. Aber jetzt ist halt der Aerosoft EDDF raus. Und dann wollte ich den mal kurz heute beim Flug mit einbinden. Im Gegensatz zu dem A330, den sie jetzt rausgehauen haben bei Aerosoft, ist Frankfurt durchaus da eine ganz andere Hausnummer. Zum A330 sage ich nichts, da gibt es genug Videos. Von Kollegen bei YouTube. Und deswegen lasse ich das Thema an der Stelle verwenden. Nein, aber Frankfurt sieht gut aus. Auch drüben auf der anderen Seite, Cargo City Süd ist jetzt endlich auch mal richtig gut dargestellt. Oh, jetzt müssen wir aber hier mal bös in die Eisen, damit wir da nicht overshooten. Ja, aber es geht, man merkt, es geht arg auf die Frames. Okay, da läuft da noch OBS im Hintergrund. Aber der Flughafen Frankfurt, das ist schon eigentlich in, egal welchen man nimmt, ist eigentlich immer ein Framekiller. Dann noch mit dem ordentlichen KI-Verkehr dazu. Naja, aber jetzt habt ihr hier mal einen Eindruck und könnt mal sehen, wie Frankfurt so aussieht. Hat aber auch einen Zug im Leerlauf. Eieieiei. Das sind die neuen Modelle von FSLTL, habe ich gestern runtergeladen, da hat er auch gefühlt 20 Minuten für gebraucht. Komplett überarbeitete Modelle, komplett überarbeitete Sounds, alles komplett neu gemacht. So, ja, da kommt meine RTX 3060 Ti dann doch an die, an ihre 2 Jahre alten Grenzen.
Und der AMD FX 5700, der 7er. Ja, mein Gott, dann ist es halt so. Das sind halt dicht bebaute. Szenerien und auch FSLTL schluckt da einiges mit. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Bleib mal kurz stehen. Halt! Ah, halt! Alter! Wo willst du hin? Ja, ans GTA 40 sollten wir fahren können. Ja, also im Idle Thrust ist aber normal, das ist völlig realistisch. Der Airbus fährt rollt von alleine los. Man muss ihm also immer dauernd irgendwie auf die Bremse latschen. Sonst wird das nichts. Kommt kaum um die Ecke. Sofort Geschwindigkeit drauf. Ich fahre jetzt hier an den Lufthansa Gate, weil normalerweise parkt ja die Air Serbia hinten im Terminal 2 Bereich. Aber das soll mir jetzt mal egal sein für heute. Also entweder bremst er abrupt oder überhaupt nicht. Kann aber jetzt auch sein, dass ich da nochmal nachkalibrieren muss, aber... Langsam, langsam, langsam. Parking Brake. So, da sind wir. Triebwerke aus. Lichter aus. Boarding requested. Cabin crew, all doors in park. Ja, jetzt hoffe ich, dass der. Ja, der Finger kommt schon von alleine. GSX ist so intelligent und macht das für uns. Ja, und jetzt gehen unsere Passagiere von Bord und dann wäre der ganze Flieger vorschriftsmäßig entladen. So. Sehr schön. Achso, warte mal, wir können EDEF Gate A40. Wir können theoretisch mal hingehen und können mal die APU connecten. Die ist schon dran. Ja, die ist schon dran. Schalten wir ein und die APU aus. Die External Power an. Wir schalten die NAV IDs ab. So, derzeit können die Leute deboarden. APU geht aus. Ja, liebe Leute, trotz diesem Käse mit diesem mit dieser Luftströmungsvirtualisierung lassen wir jetzt mal so stehen. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen, hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund. Bis die Tage und macht's gut. Ciao und tschüss.